Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Season 11 News Video. Ich habe es ja im gestrigen Video um 19 Uhr schon angekündigt, weil das gestrige Video ja quasi nur so eine unstrukturierte Analyse war. Gibt es heute die geballte Ladung Infos, schön strukturiert und aufbereitet. Apropos strukturiert, das Video ist natürlich wie immer mit Timestamps versehen. Was heißt, du kannst natürlich immer zu dem Kapitel und zu der Stelle springen, die dich am meisten interessiert. Trotzdem würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du das Video ganz anschaust. Und falls dir das Ganze hier gefällt, würde ich mich natürlich wie immer über einen Like freuen. Und außerdem, wenn du immer auf dem neuesten Stand sein möchtest bezüglich Season 11 oder alles andere, was rund um Apex Legends so passiert, außerdem die spannendsten Gameplays nicht verpassen möchtest und natürlich die besten Guides haben möchtest, dann lass mir gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen und du verpasst definitiv kein Video mehr. Okay, ich erkläre euch kurz, wie das Video hier aufgebaut sein wird. Und zwar besteht das Video aus drei größeren Teilen. Und zwar im ersten Teil werden wir uns das Aussehen und den Aufbau der neuen Map Stormpoint und alle Features auf der neuen Map Stormpoint anschauen. Im zweiten Teil gucken wir uns dann Ashs Fähigkeiten an und ja, wie sie in Action so aussehen und wie sie performen. Und im dritten Teil, der ein bisschen kleiner sein wird, noch so abschließend, gibt es noch ein paar Buffs und Nerfs und natürlich sonstiges, was ich noch so zu Season 11 zu sagen habe. Ich habe es euch schon in den letzten Videos erwähnt, dass ich natürlich nicht alles zeigen darf. Ich durfte die Season zwar nicht vorher antesten, trotzdem es herrschen einige Leaks im Internet, die ich euch zwar gern zeigen würde, aber ich darf es schlichtweg einfach nicht. Da gibt es ein paar Richtlinien von EA. Zum Beispiel, ich darf euch die Minimap der neuen Karte Stormpoint nicht zeigen. Also man darf quasi diese Map-Overview, wo man wirklich alle Spots sehen kann, die darf ich euch nicht so zeigen, auch wenn die schon geleakt worden ist. Wie immer verweise ich auf meinen Discord, weil dort postet die Community alle Leaks. Also das heißt, falls du ein bisschen mehr Infos noch haben möchtest, dann schau gerne auf meinem Discord vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. So, aber ich würde mal sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem ersten Teil des Videos an, und zwar dem Aussehen und dem Aufbau der neuen Map Stormpoint. Und dafür zeige ich euch am besten mal dieses Bild, und man sieht auch schon, das Ganze bringt ein komplett neues Map-Design mit sich. Es sieht extrem, extrem geil aus. Sehr, sehr farbenfroh. Extrem groß, nämlich ganze 15% größer als World's Edge und damit definitiv die größte Map. Und ja, da wird es dann interessant, was mit den Third-Partys sein wird, weil ich meine, auf den jetzigen Maps ist es, was Third-Partys angeht, schon immer, ja, relativ anstrengend, vor allem auf einer Map wie King's Canyon, aber dadurch, dass Stormpoint so groß sein wird, könnte ich mir vorstellen, dass es eventuell etwas weniger Third-Partys geben wird. Dann muss man auf jeden Fall dazu sagen, in dieser Map stecken 2 Jahre extreme Entwicklung. Was heißt also, es wurde sehr viel Liebe in diese Map gesteckt. Sie wurde sehr, sehr fein herausgearbeitet und könnte wirklich vom Gameplay her die beste Map bisher werden, weil ja, einfach so viel Liebe reingeflossen ist und vor allem halt auch Erfahrung, die über die letzten 2 Jahre gesammelt wurde. Außerdem kann man hier auch schon schön auf dem Bild erkennen, es wird sehr viele Points of Interest geben, also sehr viele interessante Orte, wo sich die Menschenmassen, sage ich mal, sammeln, wo sich die Spieler treffen werden. Dann sehr, sehr viele kleinere Spots, die eher so den Rotationary oder Loot-Charakter haben. Und was man auch schon erkennen kann, dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten geben wird für die verschiedensten Rotations, weil hier auch ja größere Spots durch diese großen Steine-Berge getrennt sind, wird es sehr, sehr viele Möglichkeiten für die verschiedensten Rotations geben. Man wird sehr, sehr viele mögliche Plays machen können, vor allem unter dem Aspekt, dass wir auch hier erstmals so richtig unterschiedliche Anhöhen haben werden. Was heißt, wir müssen unseren Gameplay-Stil auf dieser Map definitiv ein bisschen anpassen, weil wie man es hier auch auf dem Bildschirm erkennen kann, der Strand hier unten liegt hier ganz flach auf der Map, und umso weiter man ins Innere der Karte vordringt, sage ich mal, desto höher wird das Ganze, und man sieht auch hier schon, es geht immer weiter bergauf, was bedeutet, man kann theoretisch von ja einer Anhöhe auf den Berg hinauf auf den Strand herunter gucken, und ja, so einen Höhenunterschied hatten wir einfach bisher noch nicht, was bedeuten könnte, das Ganze wird vielleicht ein bisschen Sniper-anfälliger, das ist aber nur eine Vermutung von mir. Trotzdem, all in all, müssen wir auf jeden Fall unseren Spielstil, denke ich mal, immens anpassen, weil solche Höhenunterschiede gab es definitiv noch nicht, dass wir sozusagen an einem Spot höher sind als wirklich auf dem anderen Spot. Ich meine, klar, es gibt auf King's Canyon so ein paar verschiedene Anhöhen, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit den Anhöhen von hier. Dann bezüglich der Fortbewegung auf der Map wird es Tridents geben, sowie auf Olympus und die neuen Gravity Cannons. Dazu sage ich aber gleich noch was, wie man sich auf der Map fortbewegen kann.
Und es wird, glaube ich, auch ein paar vereinzelte Jump Tower geben. Aber dazu sage ich auch gleich nochmal was. Was man auf jeden Fall auch noch sehr schön erkennen kann, es gibt viel mehr Dynamik, es sind viel fließendere und schönere Übergänge und es gleicht halt endlich mal einem natürlichen, farbenfrohen Aufbau. Es gibt hier ein bisschen Wasser, dann hier wieder einen Fluss, Wälder, Wiesen. Das Ganze harmoniert einfach perfekt und dann halt immer wieder zwischendurch die einzelnen Städte oder halt Industriegebiete, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Und ja, es harmoniert einfach viel, viel besser als die bisherigen Maps, die wir kennen, weil ich meine, auf Kings Canyon sieht gefühlt alles gleich aus. Alles, jeder Spot sieht einfach aus wie der andere. Es ist einfach ein bisschen öde, ein bisschen eintönig. Auf World's Edge mittlerweile zwar besser, aber auch dort sieht alles ziemlich gleich aus. Ich finde, Olympus bietet bisher immer noch die beste Abwechslung, aber ja, das wird jetzt definitiv Stormpoint diesen Platz einnehmen, weil guckt euch das Ganze einfach an. Diese Dynamik hatten wir einfach bisher noch nicht und es sieht einfach unfassbar gut aus. Ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, wie so eine Map eigentlich erschaffen wird bzw. entwickelt wird und dazu werden wirklich absolute Experten herangezogen, die wirklich Erfahrung mit den ganzen Rotations und Gameplays, die haben, weil ja, man sieht es einfach, es gibt verschiedenste Rotation-Möglichkeiten, die ja auch irgendwie, ja, ich sag mal, erschaffen werden müssen. Dann, ihr kennt es von den bisherigen Maps, es ist irgendwie immer an jeder Stelle nochmal irgendwie ein kleines Hindernis und wenn es nur ein Stein ist oder ein Baum, also es gibt genügend Möglichkeiten, wo man sich im brenzlichen Fall verstecken kann, wo man sich zurückziehen kann, wo quasi Orte sind, wo sich die Leute aufeinander sammeln werden, wo sie sich treffen werden. Das Ganze muss sich ja irgendwer ausdenken und da sitzen wirklich Profis und naja, diese Profis haben jetzt Erfahrungen über 2 Jahre hinweg sammeln können, über den gesamten Ablauf von Apex, was heißt, also es könnte wirklich so sein, dass wir jetzt die perfekte Map bekommen, die einfach am meisten und am besten ausgearbeitet wurde und ja, dann das beste Gameplay-Erlebnis bietet. Kurzes Off-Topic noch zu Stormpoint und zwar, Stormpoint ist eine schon in lange Vergessenheit geratene Forschungsbasis der IMC auf dem Planeten Gaia. Okay, das war's drumherum. Kommen wir zu den interessanten Orten auf Stormpoint und ich werde auch euch immer eine Angabe zu der Lage geben. Wie gesagt, ich kann das leider nur auf dem einen Bild hier dann kurz zeigen und zwar immer mit so einem Marker, wo sich das Ganze befinden wird. Ich darf leider die Minimap von dem Ganzen noch nicht leaken, deswegen ja, muss ich das Ganze euch so demonstrieren, aber das kriegen wir schon hin. Okay, fangen wir an mit dem zentralen Herzstück von Stormpoint und das wird auch einer der zentralsten Spots werden, das Barometer. Und ja, wie schon erwähnt, das wird so einer der zentralsten Orte auf Stormpoint werden. Es ist eine sich drehende Plattform mit viel Beute und einem Forschungsturm für Highground, welcher aber anscheinend nur schwer verteidigt werden kann. Was wir auch sehen, es gehen 3 Gravity Cannons von dem ganzen Spot weg. Was heißt, es gibt genügend Möglichkeiten, den Spot zu pushen, aber auch aus dem Spot wieder abzuhauen. Und all in all sieht der Spot einfach perfekt harmonisch aus. Es ist einfach so eine kleine Insel mitten im, in Anführungszeichen, Meer. Sieht meiner Meinung nach mega epic aus. Der nächste Spot ist die Kommandozentrale, der befindet sich im Inneren des Bergs. Es ist einfach ein gewaltiger Komplex mit jeder Menge weitreichender Beute und es gibt quasi durch diese Kommandozentrale, durch diesen Bergkomplex im Inneren eine Möglichkeit zu erreichen der Spitze des Berges, ohne sozusagen seine Deckung aufzugeben, weil man ja im Inneren des Berges sich bewegt. Und apropos Bewegen im Berg, das Ganze wird mit sehr vielen Seilrutschen verbunden sein, was heißt, man bewegt sich im Inneren des Berges hauptsächlich über diese Seilrutschen. Da bin ich auf jeden Fall auch mal ziemlich gespannt. Nächster Spot ist die Antenne. Das sieht man einfach, das ist eine riesengroße Satellitenschüssel. Wir sehen hier im Dreieck einen angeordneten Laufsteg, der ungefähr so sein wird wie bei Baum auf World's Edge, wo man halt einfach ein bisschen Loot findet. In der Mitte, ja, gibt es nochmal eine Seilrutsche und dann halt einfach, ja, diese fette Satellitenschüssel. Und ich bin gespannt, wie man hier so fightet, weil natürlich, wenn man im Inneren der Satellitenschüssel steht, unten ist man natürlich definitiv im Lowground und alle anderen, die sich außenrum befinden, sind im Highground. Und naja, mich würden da ein paar Rotation-Möglichkeiten interessieren, wie man aus der Situation dann wieder rauskommt. Okay, nächster Punkt ist der Kontrollpunkt. Ich würde aber lieber Checkpoint sagen, weil das so heißt auf Englisch und klingt einfach besser. Das Ganze sieht einfach aus wie so eine perfekte Naturoase, wo die Industrie schon so ein bisschen der Natur zum Opfer gefallen ist. Sieht auf jeden Fall mega, mega nice aus und das Ganze ist auch eher so ein Backup-Spot, um einen Rückzug aus intensiven Fights zu machen und es gibt die Möglichkeit, von der Plattform in den Wald hinunterzuspringen und dann sozusagen dort abzuhauen und im Schutz der Bäume sich zu verstecken.
So, der nächste Spot ist der Blitzableiter und das wird auf jeden Fall ein Spot auf der Spitze des Berges sein. Er besteht aus zwei Hälften, welche mit Brücken verbunden sind. Was heißt, man schafft hier definitiv wieder so einen Choke Point. Für mich wird es ziemlich interessant, wenn ja, die Zone hier schließt, weil es gibt ein Dach der Station, welches dann definitiv der höchste Punkt auf Storm Point ist. Und naja, dann einen entscheidenden Vorteil bieten wird, wenn die Zone hier endet, weil dann kommt es wahrscheinlich wirklich darauf an, wer befindet sich im High Ground und eben wer nicht. Nächster Spot ist der Sturmfänger. Das ist einfach ein hoher Punkt mit Überblick auf ein sehr großes Gebiet. Man kann es auch hier schön erkennen. Es geht hier in einen ziemlich krassen Abhang hinunter. Die Innenräume von dem Konstrukt sind ausgelegt für den Nahkampf, aber es gibt auch äußere Balkone, wo man den Spot per Fernkampf sozusagen verteidigen kann. Machen wir weiter mit dem nördlichen Pad. Das ist dann einfach hier ein paar geschützte Gräben, die eine sichere Reise durch eine weitläufige Hügellandschaft bieten. Und es gibt ab und an immer wieder so ein paar Untergrundbunker und kleine Wachposten, die dann nochmal voller Loot sind. Also das ist eher so ein Spot weiter außerhalb von der Karte, / am Rand der Map. Ein weiterer Spot, der sich mehr so ein bisschen am Rand befindet, ist die Mühle und das ist einfach, denke ich mal, so ein Rotationary Spot, der einfach hochwertige Beute und einen Zugangspunkt zum zentralen Fluss herstellt. Shipfall ist der nächste Ort und das ist eigentlich nur so ein Übrigbleibsel von den Überlebenden auf Stormpoint. Einfach ein schöner Loot-Spot, der auch wahrscheinlich eher so einen Rotationary-Charakter hat im Süden. Dort wird man einfach so ein bisschen zwischen zwei Punkten verbunden und zwar so dem südöstlichen Teil der Karte und dem Barometer, was man hier schon erkennen kann. Das ist einfach sozusagen so ein Spot, über den man dann zwangsweise hinweg muss, wo man dann auch nochmal ein bisschen Loot grabben kann und sich dort auch im Notfall noch verschanzen kann. So, und den letzten Spot, den ich euch zeigen kann, sind die 10 Notenhöhlen. Das ist einfach ein isolierter Bereich der Karte aufgrund des Aufbaus. Dort drin befindet sich wertvolle Beute und wenn man hier drin fightet, dann ist Positioning wirklich alles. Es gibt genügend Möglichkeiten, sich in dieser Höhle zu positionieren und natürlich, ja, die das bessere Positioning haben, gewinnen zu 90% den Fight. Außerdem ist diese Zenotenhöhle ein Übergangspunkt zwischen dem Barometer und der westlichen Hälfte von Stormpoint. Es gibt natürlich viele weitere Points of Interest, aber die sind alle noch nicht bekannt, / dazu habe ich kein Bild. Trotzdem, die gibt's und die werden das ganze Gameplay auf Stormpoint und die Möglichkeiten nochmal etwas verfeinern. Außerdem gibt's auf der Karte überall sogenannte Verteilungscamps. Das sind einfach sozusagen so kleine, ja, Militärcamps, die mit ein paar Zelten daherkommen, wo einfach nochmal gute Beute liegt, falls man noch nicht genügend Loot hat. Und jetzt kommen wir zur Fortbewegung auf Stormpoint. Dort habe ich ja vorhin schon erwähnt, es gibt die Tridents, die befinden sich im äußeren Bereich der Karte, um sozusagen vom äußeren Bereich schnell nach innen in die Mitte zu kommen. Und ganz neu gibt es diese neuen Gravity Launcher. Da werde ich auch das Video im Hintergrund euch einblenden. Es sieht auf jeden Fall episch aus. Das Ganze ist eine sehr, sehr coole Idee. Sie sind schneller als ein Jump Tower, kann allerdings nicht abgebrochen werden und man kann auch nicht lenken, währenddessen man sich sozusagen in diesem Launch-Ding befindet. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil ich meine, wenn man jetzt sieht, okay, auf der anderen Seite steht ein Team, mit einem Jump Tower kannst du ganz entspannt einfach kurz die Richtung ändern und woanders hinfliegen. Bei den Gravity Launchern ist das nicht möglich. Das heißt, du kannst während dem Flug kaum bzw. gar nicht die Richtung ändern. Und ja, deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen, bevor man so ein Launch-Ding verwendet. Die Frage ist, kann man einen Tap-Strafe direkt hinaus machen, wenn man sozusagen landet? Das würde mich interessieren. Oder geht allgemein Tap-Strafen während den Launchers? Werden wir natürlich alles ausprobieren. Meine Meinung dazu, es ist eine richtig geile Idee, einfach mal eine Alternative zu den Jump-Towern zu schaffen, die viel dynamischer passt, die vielleicht schneller ausgeführt werden kann und einfach, ja, mal einen ganz anderen Gameplay-Charakter uns geben wird. Es gibt trotzdem angeblich einen bzw. 2 bis 3 Jump Tower, da bin ich nicht ganz sicher. Da verlaufen sich so die Informationen im Leeren. Also ich weiß, dass es definitiv einen Jump Tower gibt, der doppelt so hoch ist wie auf den anderen Maps. Was heißt also, mit dem kann man dann wirklich eine sehr, sehr große Reise antreten und der sieht auch doppelt so groß aus. Also ja, könnte lustig sein. Ich weiß aber nicht genau, ob es noch 2 weitere gibt. Das ist ein bisschen, ja, vage, aber ich weiß, dass es definitiv einen fetten Jump Tower gibt. Und weil wir jetzt schon beim Thema Fortbewegung sind, muss man auf jeden Fall sagen, dass vor allem Valkyrie und Horizon diese Map definitiv dominieren werden, weil Valkyrie ist quasi mobiler Jump Tower. Ich weiß nicht ganz, wie hoch die Berge sein werden, aber trotzdem, Valkyrie wird hier eins der besten Rotation Tools ever werden, wenn sie denn nicht einen fetten Nerf in Season 11 bekommt, was ich hoffe, nicht passiert. Aber okay, kümmern wir uns noch ganz kurz um das Wildleben auf der Karte. Es gibt, wie schon gesagt, diese Prowler, die kommen in diesen Nestern vor. Das sind aggressive Kreaturen,
Kreaturen, welche in Rudeln angreifen. Diese sind zu finden, wie gesagt, in diesen Nestern, die überall auf der Karte verteilt sind, und die werden auch getriggert, wenn man diesen Nestern zu nahe kommt. Tötet man einen von den Prowlern, bekommt man Loot für die aktuellen Waffen, Crafting Points und einen Bruchteil für das Evo-Schild, damit man sein Evo-Schild ein bisschen leveln kann, aber man bekommt den Schaden nicht 1 zu 1, sondern ich könnte mir vorstellen 1 zu 4 oder so. Außerdem gibt es Spinnen, das sind passive Kreaturen, die nur getriggert werden, wenn man ihre Eier anschießt, und das ist auch gut so, weil alle wegen Spinnenphobie würden sonst durchdrehen und nachts nicht mehr schlafen können. Und ja, die großen Spinnen verschießen Netze auf dich, wenn du ja ein bisschen weiter weg stehst, attackieren die dich quasi mit Fernkampf, bevor sie dich dann verschlingen. Und außerdem muss man aufpassen, weil diese Spinnen sind sehr flink, haben aber weniger Leben als die Prowler. Trotzdem positionieren sie sich immer neu, um euch anzugreifen, und man muss wirklich aufpassen, weil diese Spinnen können echt gefährlich werden. Auch sie droppen natürlich Loot für die aktuellen Waffen, Crafting Points und leveln ein bisschen euer Evo-Schild. Außerdem gibt es auch noch, wie auf King's Canyon, diese sogenannten Schwärmer, welche einfach Lootboxen mit sich herumtragen, die man anschießen kann, oder die sich in der Lüfte bewegen oder halt an einem höher gelegenen Spot sitzen, und ja, wie gesagt, die kann man halt einfach anschießen und dann droppen die diese Lootbox runter. Die Position von denen ist immer zufällig. Also auch hier sozusagen nochmal eine schöne Möglichkeit, an mehr Loot oder besseren Loot zu kommen. Es gibt natürlich zu den Wildleben auf der Karte auch noch ein paar Regeln, und zwar diese Nester-Eier werden durch rote Markierungen auf der Map angezeigt. Es gibt klare Grenzen für die einzelnen Reviere, und ja, wie gesagt, die Tiere greifen nur an, wenn sie in dem Bereich getriggert werden. Diese Bereiche können aber auch geklärt werden und sind dann, wenn sie geklärt wurden, für diese Runde komplett aus dem Spiel. Also heißt, wenn ihr alle Bereiche klärt, dann ist kein Bereich mehr da und der kann sich auch nicht regenerieren. Der wird dann erst wieder in der nächsten Runde da sein. So, die Map wurde für wettkampforientierte und Gelegenheitsspieler entwickelt. Das ist, wie gesagt, das Ergebnis von 2 Jahren Arbeit, und ja, die Analyse der Spielweisen in Apex Legends floss da perfekt mit rein, und laut Respawn bietet diese Map das beste Gameplay-Erlebnis bisher. So, kommen wir zum zweiten Teil des Videos, und zwar Ashe und ihre Fähigkeiten. Jetzt ist es wirklich alles offiziell. Ashe ist ein Simulacrum mit einer gespaltenen Persönlichkeit. Es gibt die gute Seite, die Dr. Ashley Reed in ihr, und halt dann die böse, ja, ich sag mal mechanische Ashe. Ihre passive Fähigkeit nennt sich Todesmarkierung oder Marked for Death. Und zwar, Ashes Karte zeigt dir die Position von den aktuellen Todeskisten an und markiert alle überlebenden Angreifer von, ja, diesem Gegner, der die Todeskiste dann gespawnt hat. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, wie hoch ist die Anzahl der markierten Gegner? Also, ja, sehen wir wirklich alle Gegner, die auf den eingeschossen haben, oder wirklich nur einen? Das ist noch ein bisschen interessant, steht noch nicht ganz fest. Ihre taktische Fähigkeit nennt sich Bogenfalle oder Arcs Nair im Englischen, klingt meiner Meinung nach viel, viel cooler. Da wirft sie einfach eine wirbelnde Falle, die den ersten Gegner verletzt. Der bekommt 20 HP Abzug und fesselt, wenn man dem ganzen, ja, dieser Schlinge zu nahe kommt. Dieses Ding kann man angeblich, was ich jetzt bisher gehört habe, extrem weit werfen, und es gibt quasi keinen Dropdown. Und ja, ihr könnt das Ding gefühlt über die halbe Map werfen, zumindest wurde mir das so erzählt. Ihre ultimative Fähigkeit ist der Phasenriss, / der Phase Breach. Dort erschafft sie ein Einwegportal zu der anvisierten Position. Das Ganze triggert ultra schnell, wie man hier sehen kann. Man muss bloß blitzschnell entscheiden können, wo es hingehen soll. Angeblich sollte es nicht ganz so einfach sein. Trotzdem, mich schockiert es ein bisschen, weil ja, sie kann ja ihre Ult gefühlt instant einsetzen und du bist halt sofort raus. Ich dachte, sie muss vielleicht kurzzeitig stillstehen, um diesen Dash, diesen Phasensprung, diesen Phasenriss zu erzeugen. Aber nein, muss sie nicht. Sie kann das Ganze quasi ja on the way machen. Das ist ziemlich krass, könnte ich mir vorstellen. Und außerdem, die Zeit, die wir durchs Void gehen, läuft schneller ab als bei Wraith. Das kann man auch sehr schön erkennen, denn der Travel ist viel, viel schneller. Also Ashe könnte echt interessant werden. So, der dritte Teil des Videos, wie schon erwähnt, sind Buffs, Nerfs und sonstiges, was ich noch kurz zu erzählen habe zur Season. Der Teil wird jetzt nur ganz kurz abgehandelt. Und zwar, man hat es im Trailer schon gesehen, es gibt wahrscheinlich einen Watson-Buff. Und zwar, die Zäune können breiter aufgestellt werden. Was heißt, die einzelnen Pylonen können weiter voneinander entfernt sein. Was heißt, im All-in-All kann sie einfach größere Zäune erschaffen. Könnte, ja, zumindest mal ein Anfang für Watson sein. Ich bin der Meinung, aber trotzdem, sie sollte noch krasser gebufft werden. Wird sie aber wahrscheinlich dann zum nächsten Watson-Event in der Mitte von Season 11. Dann zur KSMG kurz noch ein Wort. Das Ganze ist eine Hybridwaffe, die man mit Light oder Heavy Ammo verwenden kann. Es gibt keinen Unterschied am Schaden. Das Ganze soll einfach bloß Munitionsprobleme lösen. Das finde ich eigentlich echt ein bisschen schade, weil ich hätte mir das echt so gewünscht und so von wegen, okay, du spielst die Waffe mit Light Ammo, sie schießt schneller, macht aber ein bisschen weniger Schaden, oder du spielst die Waffe mit
mit Heavy Ammo, sie macht ein bisschen mehr Schaden, schießt aber dafür langsamer. Fände ich eine coole Idee, vielleicht kommt es mit der Zeit noch, aber so, keine Ahnung. Ich finde es dann echt ein bisschen useless, dass man sagt, hey, ganz ehrlich, verwende ich jetzt Light Ammo oder verwende ich Heavy Ammo? Ich meine, klar, dadurch hast du quasi keine Munitionsprobleme mehr. Trotzdem finde ich es echt ein bisschen schade, dass sie das nicht so umgesetzt haben, wie ich das gerade gesagt habe. Ärgert mich ein bisschen, aber gut, das ist leider nicht meine Entscheidung. Ich hoffe einfach mal nur, dass es vielleicht in Zukunft so kommt, weil das wäre einfach eine coole Nutzung und eine wirklich gute Umsetzung einer Hybridwaffe. Abschließend kann ich noch sagen, was ich laut aktuellen Infos von ein paar Kollegen, die das Ganze schon testen durften, gehört habe, ist die Kar nicht overpowered und Ash soll auch relativ gut gebalanced sein. Das Ganze stellt sich natürlich dann erst endgültig heraus, wenn wir die Season 11 spielen, aber das wurde mir so erzählt, was heißt also, ihr könnt schon mal alle beruhigt sein, Ash und Kar SMG werden wahrscheinlich nicht overpowered sein. So wie sie es in Titanfall zum Beispiel war. Okay, und die letzte Sache, die ich jetzt noch unbedingt loswerden muss, weil jeder das Ganze vermutet, jeder fragt das Ganze, und zwar Ashs Schwert ist kein Heirloom. Ashs Schwert ist kein Erbstück. Leute, sie verwendet dieses Schwert, um ihre Ult zu triggern, auszulösen und für ihre Finisher. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Ashs Schwert ein Erbstück wäre. Das wäre mega billig. Genauso wie bei Loba ihr Shop nicht ihr Erbstück wird. Das macht einfach keinen Sinn und würde einfach so komplett nicht ins Bild passen und wäre halt auch mega billig und langweilig, wenn das wirklich ihr Erbstück werden sollte. Kann ich mir, wie gesagt, aber einfach nicht vorstellen. Und ich glaube, man hat es im Gameplay-Trailer für ein, zwei Frames kurz gesehen, als sie die Waffe wegsteckt. Dort hat man gesehen, sie hat nichts in der Hand, was heißt, es ist eigentlich zu 90% sicher, dass das nicht ihr Erbstück werden wird und dass sie eines Tages wahrscheinlich auch nochmal extra ihr persönliches Erbstück bekommen wird. So gut, das war jetzt ein extrem langes Video. Mich freut es natürlich, wenn ihr ganz bis zum Schluss jetzt hier dabei geblieben seid. Falls ja, dann schreibt mal Hashtag ich bin dabei in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer eine positive Bewertung da. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und wenn du weiterhin Bock auf so geilen Content hast, dann lass mir noch gerne ein Abo da. Und wir sehen uns morgen um 14 Uhr zur alten, gewohnten Zeit. Leute, macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.